Bereits seit 5555 Tagen, also mehr als 15 Jahren, ist Landesrat Sepp Eisel im Amt. Über 400 Gratulanten kamen zum Fest in seine Heimatgemeinde St. Gilgen, wo er sich bei seinen Weggefährten und vor allem bei seiner Familie bedankte. Irgendwie war das ganze Dorf St. Gilgen auf den Beinen, um beim Fest von Landesrat Sepp Eisel im Mozarthaus dabei zu sein. Über 15 Jahre im Amt heißt auch, er ist das am längsten dienende Mitglied der Salzburger Landesregierung. Sein Parteichef war einer der ersten Gratulanten. Ja, 15 Jahre Spitzenpolitik, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Wenn man sich denkt, dass der Sepp Eisel damals 32 war, also sehr, sehr jung und eigentlich sehr, sehr jung geblieben ist in seiner Dynamik, in seinen Visionen, in seinem Einsatz, den er leistet und auch in der Freude, die er ausstrahlt in der Politik. Dann muss ich sagen, offensichtlich geht es ganz gut, wenn man an was glaubt, wenn man von der Aufgabe erfüllt ist und wenn man eine Familie hat, die hersteht und Freunde, die einen mittragen. Und all das hat der Sepp Eisel. Ich freue mich sehr, dass er mit im Team ist. Der Agrar- und Energielandesrat wird nicht müde, für den Einsatz erneuerbarer Energie zu kämpfen. Mit einem Anteil von über 42% schaffte Sepp Eisel, dass Salzburg bereits an der europäischen Spitze liegt. Also ich wünsche dem Landesrat Sepp Eisel für seine nächsten 15 Jahre oder 50 Jahre viel, viel Kraft, die Ehrlichkeit, die Menschlichkeit, dass ihm die erhalten bleibt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir haben ganz, ganz große Herausforderungen jetzt, sprich also groß in Bezug auf Ressourcen, auf Energie, auf Wasser, auf Nahrung. Er hat hier die richtigen Wege eingeleitet. Und ich glaube wirklich, ganz, ganz wichtig, was er da gemacht hat, weil damit eigentlich die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Nachfahren im Prinzip gesichert hat. So sehen das auch politische Weggefährten und die hohe Geistlichkeit. Dass er weiterhin so beständig für die Zukunft arbeitet und wirklich im benediktinischen Sinn beständig ist, das heißt ortsfest, bodenständig ist, gute Gemeinschaften, Familie und Teams hat. Und dass er auch Prinzipien behält, die so wichtig sind für unser Land. Ja, was ich ihm wünschen möchte, ist eigentlich das, dass er so bleibt, wie er ist. Weil im Endeffekt ist er ein Idealist. Wie man weiß, muss er das nicht tun, weil er hat einen gut funktionierenden Bauernhof und eine gute Firma daheim. Und ich hoffe, dass er eben so bleibt. Und das, da bin ich mir aber sicher, dass das so weitergeht, wie er es jetzt selber gemacht hat. Dafür sorgt schon seine Familie und vor allem Ehefrau Christine. Ja, sonst ging es natürlich nicht. Es ist der ganze Zusammenhalt von der Familie. Der Schwager und Schwägerin arbeiten am Betrieb, die Mithilfe von den Großeltern, von meiner Mutter. Und natürlich immer, da wird so stark sein. Und die, ich bin ja Gott sei Dank ein ruhiger Mensch, der was nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen ist. Und uns gefreut es, wenn wir daheim was weiterbringen. Und das haben wir auch weitergebracht in den 15 Jahren. Unser Betrieb ist auch gewachsen, auch mit den Produkten und Spezialitäten. Und mein Mann bringt was weiter fürs Land Salzburg. Was war eigentlich für dich, wo du es gesagt hast, da war ich jetzt von uns stolz auf meinen Papa? Ja, alle möglichen Sachen, ob es die Katastrophen, weil da haben wir öfters auch mitgefahren, wie es Hochwasser war, haben wir mitgefahren, haben das alles ein bisschen miterleben dürfen. Es war schon sehr bewundernswert, wie er das dann alles gelöst hat und dann auch wieder hingebracht hat. Mit einem besonderen Blumenstrauß bedankte sich der Jubiläar. 15 rote Rosen für jedes Regierungsjahr und 7 weiße Rosen für jedes Kind. Danke. Danke allen, die mich unterstützt haben. Danke allen Freunden und danke vor allem auch der Familie, die alle hergestanden ist und zu mir gehalten hat. Und ich sage auch, ich bin mächtig stolz auf sie. Und zum Schluss hast du noch gesagt, du hast noch einen vierten Dank, den du gerne aussprechen möchtest. Das ist der Dank an den Herrgott, der im Grunde genommen einem die Kraft gibt, die Gesundheit gibt, dass man das überhaupt machen kann. Und da bin ich natürlich gerne bereit, diese Kraft und dieses Engagement weiterzugeben, weil das haben wir in Herrgott auch schuldig.